So, willkommen zum neuen Projekt Drunken Robot Pornography. Das gibt's jetzt auf Steam für 10 Euro, ist nur in der Beta-Version. Und ja, ich habe das schon 2-3 Mal probiert, also ich habe bei dem Spiel schon ein wenig einen Fortschritt gemacht jetzt, aber es ist halt, es ist jetzt 2-mal fehlgeschlagen, ich wollte es aufnehmen, aber ja. Und dafür kann ich umso mehr um die Story erzählen. Das ist von Digiban Games. Das kostet jetzt 10 Euro bei Steam. Habe ich vielleicht schon gesagt, nein. Und es klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, also Drunken Robot Pornography. Ja. Man hört eher die Musik im Hintergrund. Und so. Ja. Steht eher im Titel. Und jetzt habe ich mal Errungenschaft, weil ich mir das ganze Lied angehört habe. Ja, also das Spiel ist recht geil und es ist wirklich nicht so, wie es vielleicht klingt. Also es klingt jetzt ein wenig halt komisch, aber da kann man diese Story, die Story ist eben nicht aufdringlich, das ist einfach nur so nebenbei, man kann es da durchschauen. Wenn man jetzt da draufklicken kann, man erfährt man eben die Story, dass wir ein Barkeeper sind namens Tim, von dem die... Der ist eben in einer Roboterbar, so wie quasi in Futurama oder Bender, da saufen die Roboter da halt auch relativ gern. Und da haben sie so sicher 12 Roboter-Stripperinnen und die sind entführt worden, oder beziehungsweise ist das Ganze razziamäßig hochgenommen worden und jetzt sind die 12 Roboter ursprünglich umbaut worden zu riesigen Titanen-Maschinen, die er dann zerstören muss jetzt quasi, um zum Boston Overlock zu kommen und nachzufragen, wieso, weshalb, warum. So, die Steuerung ist relativ einfach, Jetpack. Und am bescheidesten, ja, so schauen die Typen aus. Ich schieße jetzt einfach, es geht quasi darum, dass man die Gliedmaßen zuerst abtrennt. Das ist eigentlich eher nur die schwierigere Aufgabe. Und dann nach und nimmt man sich den Körper vor. So. Weg. Wow. Okay, aber Schaden habe ich nicht gehabt. Und... Ja, ich habe das jetzt schon ein paar Mal gespielt, deswegen... Es ist zweimal, habe ich schon probiert. Den haben wir jetzt. Jetzt den Helter, Skelter. Und das ist am Anfang immer so eine Beschreibung, es kommen auch Levels ohne Titanen, eben die Riesenteile, was Titanen. Über die kleinen Komma-Punkte kriegen. Es gibt da Levels, wo man nur durch das Punkte erreichen muss, indem man die killt. Und jetzt kommen wir schon. Und auf die Füße schießen. Und das ist der Ebene weg. Die kleinen Kugeln nebenbei nerven extremst. Wieder. Das Upgrade hat auch nur eine bestimmte Dauer. Kommt das weg, das weg, das weg, das weg. Oh. So, Rapid Fire. Da. Na, scheiße. Das war jetzt daneben. Ich hab mir jetzt keine Stoppuhr oder so gestellt, ich hoffe mal. So, und jetzt geht aufs Ganze. So, und den weg. Komm. Und jetzt geh weg. Puh. Okay, der war beim ersten Mal leicht irgendwie. Ja, das ist jetzt zum Beispiel so ein Swing Structure. Time Limit 90 Seconds, contains Titan Snow und wir müssen einfach 2500 Punkte kriegen. Da ist eben die Anleitung quasi, Cocktail plus Kugeln zerstören ist gleich gewinnen. So in die Richtung. So. 10%. Okay. Und das Spiel ist meiner Meinung nach richtig geil, also es ist jetzt nur in der Beta. Man hat vor einem Jahr schon Alpha Key kriegen können, das hätte ich auch gern gehabt, das war halt richtig geil gewesen.
Ja, es ist jetzt in der Beta und wahrscheinlich war es damals noch nicht ganz so geil, aber ja, und noch nicht so lang vor allem. Es ist jetzt gar nicht mal so kurz für Beta-Phase. Also das ist... Ja, es ist einfach mal jetzt so zum selber anschauen, ist genial. Außerdem werde ich es mitspielen und wenn das interessiert, sicher. Und ich habe viel zu wenig Cocktails eingesammelt, ich glaube kaum, dass sie das nur ausgeht. Da sind wir welche. 80? Ja, gut, wird knapp. Komm schon. Rapid Fire ist weg. Ja, das Level habe ich beim ersten Mal nicht geschafft. Das ist eben so eine Geschichte. So. Super. Ja, es sind im Prinzip sind das nur die einfachen Level. Also. Das wird nur schwerer. Vor allem, da wo ich letztes Mal hängen geblieben bin, das war... Ja, aber ich will jetzt nicht spoilern, wir kommen eh nur halt dorthin. Also ich habe immer nur eine Viertelstunde aufgenommen und gesehen, dass das dann nicht hingehört hat wegen... Ich nehme eben normalerweise mit einem anderen Programm auf und das geht eben nicht, weil es im Vollbild ist. Nicht so wie die ganzen anderen Spiele wie Minecraft und Pokémon, die sind nicht so... Und eben da hat es dann ein bisschen gefailt. Also und jetzt einfach mal. Rapid fire. Triple fire. Triple fire. Nur mal probieren, ich hoffe mal jetzt funktioniert es endlich beim dritten Versuch. 90. Schaut gut aus. Ja, wir haben gewonnen. Der wir auf dem Cocktail gelandet sind, wir hat es jetzt gerade ein wenig geschockt, aber ja. Gut, cool. Also jetzt hätten wir quasi das freigeschalten. Es ist, ja, es tut mir leid. Das ist jetzt auch wieder so ein Point-Ding. Wo ich das nicht wirklich so... Oh, jetzt sind wir langsam. Die geben schon gescheit Punkte, die Kugeln. 70. Ach, man kann die abschießen. Okay. Das hätte ich wissen sollen. Ja, das war jetzt Fame-Runde kurz, gut. Probier das noch zu schaffen und dann im nächsten Part geht's da weiter. Es ist jetzt, ja, also es geht relativ schnell dadurch, dass ich schon mal gemacht habe. So, die blauen Kugeln sind auch. Okay, das geht nicht. Scheinen. Okay, bin doch eine rein. Oh, und das geht dann schon richtig ab. Rapid fire, heavy fire. So. Kugeln. Die kann man halten. Und das Fiese an dem Level ist, der ist da unten. Ja, fies ist das auch nicht wirklich nur halt. Ja, ist... Splinter. Okay, also wahrscheinlich, ja. Ah, ja, man kriegt eben eine Strafzeit, wenn man runterfliegt. Und ich bleib jetzt einfach da und schieß da mal drauf, also probier's halt. Ja. Ja, ja. So, und
perfekte Ausrüstung und runter. Da ist Health, sauber. Schießt jetzt einfach Vollgas drauf. 31 Sekunden haben wir noch. Die Power reicht ja nicht, um da aufzukommen. Schieß ich einfach von da. Einfach unten rein. Komm. Wird reichen. Wird reichen. Ach, geh weg. Ja, gut. Probieren wir es nochmal. Es ist eben von der Zeit her. Ah. Und außerdem war jetzt. Ja, das erste Mal war ich besser bei dem. Die möchten nicht die 5 Sekunden mit dem Anfang kassieren. Danke. Ach. Okay. Wenn man da aufkommt irgendwie. Ja, 450 Punkte noch. Okay, jetzt geht's. Okay, das gefällt mir. Mal draufhatzen. Schieß jetzt einfach mal. Ach komm. Na, es ist. Komm, das fliegt jetzt gleich ab. Danke. Das auch. Und das erst recht. Und der war nett. Das war jetzt richtig. Die erste Schicht geht immer leichter zum Entfernen und dann da wie das zum Beispiel. Das habe ich jetzt. Ja, aufpassen. Mal von unten drauf schießen. Stört den anscheinend. So, und wenn man jetzt genug, also wenn man jetzt so viel Upgrades drauf hat, dann geht das richtig nett. Ich habe jetzt zum Beispiel das Splinter, das Heavy Fire und den Triple Shot drauf gehabt. Das war. Es geht dann schon ziemlich. So, und jetzt probiert das nochmal. Das ist nämlich Point Target. 35.000 und es sind so viele Viecher. So. So. Schauen wir mal, was da oben gibt. Hinter mir sind jetzt alle. Irgendwas ist doch da oben. Das würde mich interessieren. Was ist Quart? Das ist schon überall gekommen, jetzt schon. Ich habe nur 20.000 bisher und das ist hart. Jetzt läuft die Zeit aus. Deckung. Okay, bitte. Es ist wahrscheinlich mit dem Teil, was da oben gibt.
So ganz sicher, so einmal probier es noch und sonst sehen wir uns im nächsten Part bei dem Lightning Point. So, auf die. Ja, genau, hier. Jetzt hier. Da geht's hier erstmal drauf. Jetzt kommt schon. Jetzt sind wir wieder auf dem ganz langsamen, da geht gar nichts. Na, scheiße. Komm. Komm. Ja, es schaut gar nicht mehr so schlecht aus. 30 Sekunden haben wir noch. Aber die Hälfte ist noch. Ah, geil. Ja, gut. Ich würde sagen, das war's erst einmal für... Für den Part, für den Part 1, so anschauen, erklären. Also ich finde es relativ geil und das Level ist hart, also ich freue mich schon, wenn ich das schaffe. Und ja, ich würde sagen, danke fürs Zuschauen, falls euch gefallen hat. Keine Ahnung, macht was wollt. Und das kommen sicher noch mehr Parts, weil ich das Spiel einfach geil finde. Und ja, das war's eigentlich. Danke fürs Zuschauen und hoffentlich bis zum nächsten Mal.